Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu den Back 9 Harbortown Golf Links. Wir sind in der finalen Runde, spielen sozusagen die letzten 9 Loch hier bei diesem Turnier. 5. Woche Korn Ferry Tour, die Hilton Head Invitational. Und mit minus 28 liegen wir gut vorne an der Spitze. Sollte also eigentlich nur noch Formsache sein und fast, ich will mal sagen, ein Schaulaufen auf den letzten 9 Bahnen, um hier dieses Turnier zu gewinnen. Und damit das dritte Turnier auf der Korn Ferry Tour, was uns dann die Tourkarte für die PGA Tour bringt. Das hatte ich dann in der Folge. Ich möchte natürlich die Korn Ferry Tour dann auf jeden Fall noch zu Ende spielen, aber wir werden dann eben diese, ja, ich sage mal, die weiteren Turniere, jedenfalls bis zu den Finals, werden wir dann eben in dieser One-Round-Mode spielen und dann mal schauen, was da passiert oder wie man sich da dann qualifiziert. Ich bin gespannt. Jetzt dürft ihr aber erstmal gespannt sein auf die Back 9 hier, Harbortown Golf Links. Wir haben Rückenwind, werden aber hier auf jeden Fall den Ball gut über die rechte Seite spielen, damit wir definitiv weit vom Wasser bleiben. Okay, ich wünsche uns allen ein schönes Spiel. Ja, er nimmt die Kurve überhaupt nicht an. Er nimmt sie gar nicht an, aber bleibt im Fairway liegen. Das ist gut. Starting to make a hard game look easy. Drive after drive has been superb. And this one, well, as we like to say, is in the mayor's office. So a breeze at his back as he readies his second to the par 4. 185 Yards, die Fahne steckt wieder ganz hinten, was natürlich das Spiel lang machen soll, uns aber eigentlich hilft, den Ball hier auf dem Grün zu platzieren. Wir haben Rückenwind. Ein Eisen 6, ich gehe auf Eisen 7. Ja, ich würde sogar fast auf ein Eisen 8 tendieren. Denn wenn der auf dem Grün aufkommt, dann kann der auf jeden Fall rollen. Und das werden wir auch dadurch ein bisschen unterstützen, ja, dass wir den etwas flach anspielen. Das heißt, wir versuchen den mit wenig Spin zu spielen. Und dann schauen wir mal, ob der Ball dann noch bis zum Stock rollt. Die Kurve passt soweit. So, wie verhält er sich jetzt auf dem Grün? Naja, okay, für ein Eisen 8 hat er ein bisschen Roll. Ist okay. Sehr gut. Well, he's had great conversion on putts like this. Even when he's not close to the hole, he's left himself with very makeable opportunities. So, wie gesagt, wir haben so viel Vorsprung, wir müssen nur Pärchen spielen, wir müssen nichts angreifen, wir müssen einfach nur vernünftig hier an den Stock putten und nehmen natürlich die Birdies mit. Die fallen, gar keine Frage, aber wichtig ist vor allen Dingen, konzentriert einfach die Länge zu haben und die Richtung, um dann immer mit Tap-Ins die Pärchen zu spielen. Das Ganze natürlich über links, wir sehen es, es ist natürlich auch eine ordentliche Strecke, das heißt, der Ball kann eine große Kurve machen. Ja, dann machen wir noch ein bisschen mehr. Jo, okay, das war ein bisschen zu wenig, aber der Ball. Ja, liegt aber, wie gesagt, kurz hinterm Loch und das ermöglicht uns hier nochmal ein schönes Pärchen. Ein schönes Pärchen zu spielen, obwohl wir hier doch ein bisschen Break haben, müssen wir ein bisschen aufpassen, aber. Bingo. And pars are fine at this point with this tournament well in hand. This 11th hole at 436 yards is another test requiring precision over power. This fairway narrows the nearer it gets to this green, which is surrounded by 4 unique bunkers. Ja, hier haben sie natürlich bewusst die Fahne auf die rechte Seite gesteckt. Das heißt, direkt hinter den Baum. Das wird jetzt ganz, ganz schwierig, natürlich die Fahne direkt anzuspielen. Da muss man jetzt gucken, dass man möglichst auf der linken Seite ist. Und ja, der Ball wird durch den Wind sowieso auf die linke Seite gedrückt. Wir haben aber auch noch Rückenwind. Aber wie gesagt, wir müssen den Stock nicht angreifen. Das haben wir überhaupt nicht nötig. Mitte grün reicht uns dann auch. Wichtig ist nur, dass wir jetzt hier sauber ins Fairway schlagen, aber er geht erstmal ein bisschen rechts.
Ja, das ist natürlich eigentlich sowieso ganz, ganz schlecht vom Prinzip her. Und dann 29, Eisen 9. Wedge. Ja, wir werden natürlich mit dem Rückenwind, ein 50er Wedge traue ich mich gar nicht, aber wir haben Rückenwind und wir werden Mitte grün und durch ein bisschen faden. Ja, der müsste eigentlich schnell zum Liegen kommen. Okay, versuchen wir es mal so. Ja, ein bisschen wenig durchgezogen. Der bleibt vermutlich vor. Na, wird spinnen, oder? Nee, bleibt einfach liegen. Hervorragend, das passt. Ball looked good in the air. You'd like it to be a little closer, but still inside 40 feet. Just gonna have to be careful with the lag putting. Yep. An outside look here for birdie. Ja, das ist jetzt kein schwieriger Break, kein schwieriger Putt. Aber wie gesagt, da muss ja nicht fallen. Am Anfang, ja, nee, das ist zu vernachlässigen. Ab der Mitte wird es dann interessant, dann geht er nach rechts. Okay, wenn er langsamer wird, dann drückt sie ihn nach rechts. Das heißt, dann wird er die Kurve stark laufen. Okay, noch ein bisschen mehr. Und jetzt komm runter. Ah, ein bisschen zu viel. Okay, das Ganze, ja. So then, rushed in for par here at 11. And he's gonna stay 28 under par. On to the 12th now at 430 yards. We've had a handful of right-to-lefters so far. This one's going to work the other way. As we've mentioned before, accuracy is the key off the tee, as some of those pine trees can reach out and grab you if your tee shot's not where it needs to be. Ja, sagt es, die Genauigkeit vom Tee ist natürlich hier entscheidend, dass wir hier das Fairway sauber treffen, da wo wir hinwollen. So, sehr weit über rechts würde ich vorschlagen. Vielleicht noch ein bisschen gegenfaden. Ja, hervorragend. Das passt hervorragend. It all looks so simple when you're going good, doesn't it? And that is yet another solid drive. Genau, so sehe ich das auch. From the fairway, Noda, this is second. He's left himself with 143 yards to the hole. Would not surprise me a bit if he were to stick this one close. Approach. Ein Wedge. Das dürfte zu kurz sein. Ein Eisen 9. Ja, der Wind ist kräftig. Ein Eisen 9. Wir wollen den, wie gesagt, einfach nur aufs Grün bringen. Okay. Ein bisschen haben wir ja Gegenwind. Wir werden den auch schön hoch anspielen. Tja. PJ Tour, Corn Ferry Tour, I don't care. That is a great shot. Ich habe so den Eindruck, dass die Jungs auf der PGA sich warm anziehen müssen, wenn wir dort sind. So, dann schauen wir doch mal. 7 Fuß, 5 Fuß, das ist doch auf jeden Fall wieder eine schöne Birdie-Chance. Wir sind Level, also das heißt, von der Geschwindigkeit ein kleines bisschen mehr. Die linke Lochkante Break haben wir, das heißt ein kleines bisschen mehr als linke Lochkante. Ooh. Okay, that'll help the cause. It's a birdie here at number 12. And he's closing in on what would be a fifth victory of the year. This is one of the more visually striking holes here at Harbortown, the 373-yard par 4 13th. You've got trees flanking both sides, a few of which spring up right in the middle of the left bunker, leading to an approach to a slightly elevated green with Alan's Dye's signature cypress planks all around.
Ja, natürlich kommt jetzt, ich sage mal in Anführungszeichen, diese Scores nicht von ungefähr, denn ich habe natürlich im Wesentlichen Wert gelegt hier bei den Annäherungen und auf Control und natürlich Genauigkeit, Accuracy. Und das habe ich sowohl geskillt als auch natürlich mit entsprechenden Eisen-Specs performt. Natürlich ein bisschen auf Kosten der Power, deswegen sind wir auch jetzt nicht die längsten vom Abschlag her. Also wir kommen selten auf 300 Yards, meistens nur, wenn es ein bisschen bergab oder Rückenwind hat, aber die Eisen sind natürlich hier richtig gut bei mir und wenn man ein bisschen vernünftig eben plant, dann kann man auch eben diese Schläge so hereinbringen, wenn eben der Wind nicht zu schwer ist. Aber natürlich muss man auch sagen, wir spielen auch noch in einem, ich sag mal, moderaten Spielmodus, der uns dann natürlich auch ein bisschen hilft. Das Ganze werde ich natürlich dann auch zukünftig anpassen. Schon mit der nächsten Runde natürlich auch das Gegnerfeld wieder hochziehen, ein paar Punkte. Und wenn wir natürlich auf die PGA gehen, werden wir dann auch nicht mehr im Pro- bzw. im Tour-Modus, sondern im Pro-Modus spielen. Ich glaube, so rum ist es richtig. Also auf jeden Fall wieder ein bisschen Level höher, was uns dann das Spiel auch ja mehr in den richtigen Simulationsmodus dann bringt. Also wir werden auf jeden Fall hier die Sache noch ein bisschen anpassen, damit es dann auch wieder, ich glaube, etwas spannender wird, weil jetzt die letzten Male war es dann doch relativ deutlich. Und ich habe den Spieler hier und meinen Charakter dann doch etwas schneller gepimpt und gelevelt, als vielleicht hier das dem Feld hier recht sein konnte. Aber natürlich werden wir das entsprechend hier anpassen. Nichtsdestoweniger wollen wir aber auch auf die PGA. So, und das Interessante an dieser Bahn ist definitiv das Grün, das hier komplett auch eben mit diesen berühmten Eisenbahnschwellen. Pete Dye hat da sehr häufig die alten Eisenbahnschwellen genommen, um hier solche Holzverschläge oder Holzabgrenzungen zu machen, sowohl hier bei den Bunkern als auch bei den Wasserhindernissen. Und da sieht man dann eben, da muss man dann wirklich Carry auf das Grün kommen, sonst hat man hier ein Problem, dass der Ball im Bunker liegt. Okay, wir haben Wind von rechts. Müssen aber schauen, dass wir doch einigermaßen auf der rechten Seite zum Liegen kommen, weil die Fahne ein bisschen links ist. Okay, dann bin ich mal gespannt, ob er hier den Wind annimmt, beziehungsweise ob uns der Wind jetzt hilft hier bei diesem Schlag. Okay, er geht links rüber, aber jetzt mir sogar ein bisschen zu viel. Oh ja, oh, 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 oh. Ja, das wird jetzt natürlich interessant und spannend. And this one gonna settle into the bunker, off the tee. Ja, eigentlich haben wir da gar keine Möglichkeiten. Ja, eigentlich haben wir da gar keine Möglichkeiten, weil hoch anspielen müssen wir mal schauen, ob wir den dann hier irgendwo hinbringen. Aber na, wir sehen's. Augenblick. Wenn wir ein 54er, nein, das wird überhaupt nichts. Da kommen wir nirgends aufs Grün, so wie es aussieht, weil wir direkt hier unter dem Baum sind. Ah, okay. Ja, okay, dann wieder nicht, weil wir zu hoch spielen. Nee, das wird alles nichts. Wo landen wir denn, wenn wir hier durchspielen? Nee, das auch nicht. Okay. Ja, ja, das ist klar, natürlich, ne? Und jetzt? Nee, das ist klar. Ja, ja, da müssen wir sehr weit nach hinten, damit wir da einigermaßen hier unter dem Baum durchkommen. Also das heißt, wir müssen auf jeden Fall einen anderen Schlag machen, aber ein anderer Schlag. Knockdown. Der schlägt flacher. Doch, den könnten wir mal versuchen. Ein Knockdown, der geht flacher durch. Das sehen wir hier. Der geht flacher durch als der... Aha. So, nochmal weg. Ja, der Finesse ist höher. Approach ist höher. Der Knockdown ist ein flacher Schlag. Der Punch wäre natürlich zu flach. Okay, wir versuchen es mal mit dem Knockdown. Der könnte funktionieren. Okay. Mitte hier. Ja, wir machen eher so, damit wir genügend Platz haben. Okay. Noch ein wenig flacher und dann werden wir auch nicht ganz so viel ausholen.
Ah, der ist doch deutlich zu kurz. Okay, aber der hätte gepasst, da wären wir unten durchgekommen. You can see why the architect has put this bunker exactly here, because if you don't hit a good shot, you're going to find another bunker, and that's exactly what happened. Ja, ich glaube, der Gedankenfehler war natürlich. Der Gedankenfehler war natürlich auch, dass wir natürlich im Sand lagen, im Hindernis und dadurch auch wieder ein bisschen Speed verloren haben. Das habe ich jetzt natürlich überhaupt nicht mitgerechnet. Also ich hätte ja doch hier voll nach hinten gehen sollen. Aber es soll nicht so weit uns stören, denn wie gesagt, wir müssen nur gucken, dass wir das Pärchen bzw. keine verrückten Sachen machen. Also das Bogie sollte hier uns auch nicht groß nach hinten werfen. Wir spielen natürlich wieder den Pick. So, diesmal spiele ich den etwas kürzer. Ja, über rechts. Und ich denke, das Pärchen ist noch drin. Oh, the hands came through beautifully there. Good thump of the sand and a good chance to save par. So, ich bin fast am Überlegen, ob wir mal wieder die Shot-Types irgendwie in einem Video nochmal durchgehen, weil das macht natürlich schon Sinn. Meistens beschränken wir uns ja immer auf die Standardschläge, natürlich Approach, Finesse oder dann halt Chip und Pitch. Aber diese ganzen Zwischenschläge wie Spinner oder Runner oder jetzt dieser Knockdown, das sind natürlich auch wichtige Schläge, dass man weiß, wo und wann man die benutzen kann. Diese Shot-Types sollten wir vielleicht mal wieder in einem Video genauer erklären. Wenn ja, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und dann mache ich mir mal Gedanken, ob und wie wir das dann nochmal bewerkstelligen. So, jetzt aber schauen, dass wir hier nochmal das Pärchen retten. Das wäre dann wirklich ein gerettetes Pärchen. Sauber. Okay, safely in for par here at 13. He'll stay at 29 under. So, jetzt haben wir uns doch tatsächlich mal ein bisschen in Trouble gebracht und aber auch wieder daraus befreit. The 14th now at Harbor Town, a par 3 at 190 yards. Don't let the fact that this is the number 18 handicap hole fool you. The danger is self-evident on this hole as water runs all along the right side of the green. Jo, das ist also das zweite Par 3, was wirklich sehr, sehr spannend ist und wo man wirklich gucken muss, dass man da vernünftig draufkommt. Der Wind will natürlich uns den Ball ins Wasser drücken. Natürlich geht auch das Grün ein bisschen nach rechts. Also dann schauen wir mal. Okay. Huch. Drive. Yep. Okay. Wir müssen nur wieder schauen, dass wir eigentlich Mitte Grün zum Landen kommen. Und wir nehmen ein Eisen 6. Wir nehmen ein Eisen 7. Ein Eisen 6 kürzer. Mitte Grün soll uns doch einfach reichen. Ja, wir werden es ein bisschen länger, aber höher anspielen. So, ja, wir gehen noch ein bisschen mehr rüber, weil ich will definitiv vom Wasser weg. Definitiv vom Wasser weg. Jo, das passt, das sieht gut aus. Sehr gut. That one. Safely on the putting surface. Genau, alles sicher einfach aufs Grün spielen. Another birdie. And he seemingly had no problem with his reads all round long, so this shouldn't be too difficult. Ja, okay, das Grün läuft nicht durch. Da müsste eigentlich dann zum Liegen kommen. Leicht über links, so wild ist es gar nicht. Leicht über links. Ja, ein bisschen mehr. Boy, that's a good stroke. Just a fraction off target, but you can't get the speed any better than that. Ja, das ist jetzt interessant. Ich meine, da liegen wir jetzt auf der völlig anderen Seite. Ich glaube, wir waren rechts vom Loch und jetzt liegen wir hier auf der anderen Seite vom Loch und sind auch relativ weit weg im Verhältnis. Aber wir haben keinen Break, also insofern sollte doch hier nichts anbrennen. Ansonsten würde ich mich schon ein bisschen wundern. Ja. Hä? Aha, jetzt liegen wir wieder an derselben Stelle, obwohl mir... Okay. Okay. Ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert, warum der nach rechts weg ist. Habe ich so schlecht gepattet?
komisch. Der geht nach links. It's a bogey here at 14. But fortunately, this one still well in hand. Also das war jetzt ein bisschen eine komische Situation, muss ich ehrlich sagen. Wir putten den Ball rechts vom Loch. Now to the lone par 5 on this backside, the longest hole on the course, the 588-yard par 5, 15. This one is a toughie, featuring a narrow landing area off the tee with bunkers on both sides, as well as a somewhat blind second shot, requiring a pretty good right-to-left angle of attack. Ja, da kann man immer noch froh sein, dass man genügend Vorsprung hat und dass es jetzt nicht, sage ich mal, even war und wir dadurch jetzt unseren Vorsprung verloren, beziehungsweise unsere erste Position. Also das ist natürlich dann schon wieder ein bisschen eine komische Geschichte hier gerade gewesen, aber das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass Bälle, die doch ziemlich dicht am Wasser oder so sind, dass dann hier der Kollege irgendwie, ja, ich will es mal so sagen, irgendwo hingestellt wird einfach, was überhaupt gar keinen Sinn macht. Also da sind wir jetzt wirklich rechts vom Loch und dann legt er uns den auf links. Naja, okay, wollen wir nicht länger drüber jammern oder uns wundern. Es ist ja alles im grünen Bereich. 571 Yards für dieses Par 5, das ist ordentlich, das ist sogar sehr, sehr ordentlich. Wir werden einfach versuchen, den Ball hier ins Fairway wieder mittig zu spielen, wenn er denn hier auch die Kurve uns zulässt. Ja, das wird knapp. Ah, der springt nach rechts mit Sicherheit. Okay. Well, you can't walk out and drop it any better than that. That is a fine tee shot right there. Jo, danke. Jetzt müssen wir hier über die Bäume. Poke to get there, but a chance with his second to the par 5. Ah ja. Das Hybrid natürlich nach rechts. Ja, okay, wir müssen hier rüber und dann müssen wir natürlich da übers Wasser, ne? Okay, nee, wir bleiben ein bisschen mehr auf der Seite. Oh, da haben wir uns jetzt aber... Oh, der geht aber gerade. Naja, ist okay. Springt dagegen. Naja, okay. Der zweite Schuss just ran out of fairway, but still, nice little pitch shot and a good chance to make four at par five. Ja, jetzt legt er den auch schon wieder ein bisschen raus, ne? 96 bis 100. Der Ball liegt im Rough. Wir müssen hier über den Bunker. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir hinter den Stock spielen. Wir haben auch noch ein bisschen Gegenwind mit dem 60er Wedge. Okay, deswegen einfach ein bisschen links vom Stock. Dann haben wir früher grün. Und wenn er aufkommt, wird er sowieso noch ein bisschen runterrollen. Natürlich dann zwar vom Stock weg, aber das ist dann insofern egal. Spin dürfte der gar nicht so viel haben. Weil er ja aus dem Raff kommt. Ja, genau. Der läuft jetzt einfach durch. Das passt. Okay, a little left to do, but safely on the green. Das ist insofern okay, als wir da hinten wenig Kurve haben. Well, he's had great conversion on putts like this. Even when he's not close to the hole, he's left himself with very makeable opportunities. Ja, mit Kurve meine ich natürlich in dem Fall Break. Es geht halt zwar deutlich bergab, aber das soll nicht das Problem sein. Wir haben ein kleines bisschen Break von rechts nach links. Das sollte uns auf jeden Fall keine Probleme jetzt bereiten, den Ball an den Stock zu bringen für das nächste Pärchen. Oder wird es doch ein Birdie? Na, the pace absolutely perfect there. Down the slope, it's in for a birdie. And this is turning into an absolute runaway at the top of the leaderboard. So, das ist schön. We start to make our way toward the blue waters of Calabogie Sound as we come to the 434-yard par 4 16th. A well-placed tee shot will leave you with a fairly short iron into a small egg-shaped green. Ja, auch hier die Fahne natürlich wieder, ich sag mal, Sonntagsposition. Schwer anzuspielen, muss man hinter den Stock spielen. So, wir haben 10 lange Putts gelocht. Das ist doch auch sehr, sehr schön. Naja, Gegenwind. Also insofern spielt es keine Rolle. Okay, da geht wieder gleich nach rechts. Oh ja. Really starting to make a hard game look easy. Drive after drive has been superb. And this one? Well, as we like to say, is in the mayor's office. This is where club selection is so important. Second shot into that stiff breeze. Ja, wir haben natürlich jetzt Gegenwind. Der will ein Wedge uns, er bietet uns ein Wedge an. Finesse, ein Eisen 9 wäre mir deutlich lieber.
Wie gesagt, wir haben sowieso, ja, eigentlich müsste man mit Spin spielen, aber das wird jetzt mit dem Neuner oder so nicht ganz so einfach. Ja, wir wollen Mitte grün, fertig. Mitte grün. Okay. Ja, hat Spin, ein bisschen Spin, mal schauen. Da hätten wir beide einen Stock getroffen. That's about 50-50 chance on the PGA Tour of making a birdie. So, es geht ein bisschen bergab, wie ich sehe, oder? Ja, aber unmerklich. Unmerklich. Wir haben ein kleines bisschen Break über rechts, nicht viel. Ist aber trotzdem etwas mehr als rechte Lochkante, wenn ich das richtig sehe. Right by the hole. The longer putts, you don't mind as much. The short ones, they tend to sting. Ja, der war zu schnell unterwegs. Bergab. Der war ein bisschen zu schnell unterwegs. Deswegen. So, der müsste doch jetzt wieder passen. Sehr schön. Okay, that'll be a par here at 16. And he'll remain right where he is. So, da brennt überhaupt nichts an. Wir haben die letzten beiden Bahnen. Wir kommen zur. You come to the 17th hole and you finally realize, that's right, I'm on an island. It's a par 3 measuring out at 174 yards. A spectacular view looking out over the water toward Dufusky Island. The biggest issue here, that bunker that juts across the front and left portions of the green. Ja, auch hier heißt es, eher hier auf der rechten Seite orientieren, damit er dann zum Stock rollen kann. Eisen 7. Eisen 8, aber er wird natürlich ein bisschen kürzer bleiben. Eisen 7 hoch anspielen. Ja, wir müssen halt wie gesagt ein bisschen aufpassen, dass wenn der übers Grün hinausrollt, dann haben wir ruckzuck Trouble. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wenn wir das 7er hoch anspielen, dann müsste das doch passen. Ein hoch angespieltes Eisen 7. Ja, das... Ja... Okay. Okay, 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 das passt. Einen Pitch. Einen Pitch 14. Einen Pitch 9. Na, wir können den ruhig zu kurz lassen. Wir können den ruhig zu kurz lassen. Der soll uns nicht hinten rauslaufen. Naja, der war nicht zu kurz, ne? So, das nächste Tab in hier. No problems there. That's a par here at 17. Wir gehen jetzt auf die letzte Bahn der Back 9. Die 18. Und dann soll die schon mal den Pokal für uns polieren. Mal schauen, ob man wieder so eine schöne, lange 3-Sekunden-Animation zu sehen bekommt. Most will try to aim just right of that Hilton Head Lighthouse in the distance. And that sets up an approach with trouble left and long and a large bailout area to the right. Jo. Auch hier bietet es sich natürlich an, einfach rechts bleiben, mit dem dritten Schlag aufs Grün, zwei Putts, Bogey spielen, aber safe gewonnen. So, 461 Yards, der Ball wird nach rechts gehen, also bleiben wir hier ein bisschen auf der linken Seite. Nichtsdestoweniger wird er überhaupt gar nicht bis da hinten durchrollen. Einfach mal durchgeschlagen bzw. hier durchgeschwungen, locker flockig. Yes, step one out of the way. It is in the fairway at 18. One more good approach shot could just about seal it. So, die Fahne steckt auf der rechten Seite, also haben wir natürlich jede Menge Grün. Und wie gesagt, auch hier einfach orientieren, Mitte grün. Gegenwind mit Eisen 7. Ja, vorhin war es schon extrem kurz, das Eisen 7, würde ich sagen. Ja, wir haben es aber auch hoch angespielt. Okay, werden wir jetzt ein bisschen hoch anspielen.
Ja, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, denke ich. Just a little bit more. I know it's 10 feet, but come on, I want a little bit closer. Chance now. Another birdie. Ja, dann schauen wir mal, ob wir das Ganze hier mit einem Birdie beenden. Das ist natürlich Champions-like hier. Nochmal für die Zuschauer an der 18. Ein richtig guter Annäherungsschlag. Souverän und gekonnt einfach hier Richtung Stock. Und jetzt haben wir eigentlich wenig Break und die Möglichkeit, definitiv hier nochmal ein Birdie zu spielen. So, das Ganze über die rechte Seite. Wenn wir wieder zu schnell sind, dann lippt er uns wieder aus. Also machen wir ein bisschen langsamer. Ein bisschen langsamer über rechts, dann wird er auch das Break etwas besser annehmen. Und da ist es passiert. That's a good putt there. It's a birdie at 18. And this is going to be a final round score of 62. What a way to wrap things up. Hilton Head Invitational. So this is a tremendous week of golf. And in the end, for our featured player, Frank, it's a third career victory. And a good one. They're starting to come a little quicker. I think confidence is starting to grow. It'll be really interesting these next 12 months to see if they can absolutely springboard from this position. So, das war ja wieder eine ausführliche Animation. And crew, I'm Rich Lerner. This has been a presentation of EA Sports PGA Tour Golf. So long, everybody. Yo. Das war's also. Wir haben unser drittes Turnier gewonnen, die Hilton Head Invitational auf Harbortown Golf Links. Wir schauen noch mal ganz kurz hier ins Leaderboard. Quests haben wir, glaube ich, keine gewuppt. Aber wir haben auch heute wieder hervorragend gescored. Und ja, wie am ersten Spieltag ein Bogey. Nee, da haben wir einen Doppelbogey kassiert. Heute haben wir einen Bogey kassiert mit einer, ich sag mal, komischen Geschichte hier. Aber okay, sei es drum. Wir dürfen uns wirklich nicht beklagen. Wir können uns eigentlich gar nicht beklagen mit dieser deutlichen Antwort. Haben wir gleich nochmal einen Birdie gespielt und an der 18 auch nochmal einen Birdie. Hervorragendes Ergebnis. So, wir schauen nochmal auf die Scorekarte und was mich auch freut, natürlich hier ein weiteres Eagle hier an der 5. Wir wollen jetzt mal schauen, Ende der Runde, ob jetzt irgendwie noch was Besonderes kommt. Ich meine, es wurde schon angedeutet, der dritte Sieg hier auf der Korn Ferry Tour sollte uns definitiv jetzt die Tourkarte für die PGA bringen. Und hier gibt es jetzt erstmal die berühmten Gummipunkte, Total Tokens, Total XP. Und wir haben Pro Pass Level Up. Die Punkte können wir gebrauchen. Ich glaube, da kriegen wir wieder entsprechende Reward Points. So, okay, das nächste Level hier für den Golfer wäre 45, aber da sind wir noch weit, weit davon entfernt. Es geht weiter. Dann schauen wir mal, was wir uns hier alles verdient haben. Okay, Go to Reward Screen, das werden wir uns gleich anschauen. Okay, da gibt es nochmal einen Daily Quest, den wir erfüllt haben. Krass, ja genau, Hilton Head Invitational, gibt es auch Punkte. Noch etwas? Nein, okay. So, das nächste Turnier wäre die Canadian Championship und wir sehen links unten Early Promotion. Wir haben drei Pokale, das sollte uns doch jetzt den Sprung auf die entsprechende Tour gestatten. Wir schauen mal in die Career Settings. Weil hier werde ich dann jetzt Folgendes machen, das Ganze hier jetzt mal auf 95 hier hochschieben, um zu sehen, wie sich dann hier das Feld entsprechend entwickelt. Wir werden die Regular Events, wir werden also da jetzt auf, na nicht Quick, aber wir machen hier Rounds per Event einen und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Das heißt, Rounds per Event controls the number of the rounds that will be played in regular tournaments. So, mit 4 Runden use, okay. Tournaments with run do not have a cut. Okay. Dann schauen wir einfach mal, wie sich das dann eben entwickelt, weil das werde ich jetzt mal hier entsprechend speichern. Und dann wisst ihr schon, wie es dann das nächste Mal weitergeht. So, dann schauen wir mal hier kurz rein, beziehungsweise ich wollte hier mal reinschauen, denn da sehen wir die Korn Ferry Rankings und da haben wir 1700 Punkte, das heißt, wir werden uns, denke ich, definitiv für die Playoffs oder für die Finals hier auf jeden Fall qualifizieren, weil es gibt ja jetzt nur noch, lasst mich mal kurz schauen, 2 Turniere, das sind dann 1100 Punkte, also da sollte dann nichts mehr anbrennen. Und jetzt schauen wir mal da unten bei den Current Season, was da jetzt steht. Steht da irgendwas?
Nö, da steht jetzt noch nichts, aber da bin ich mal gespannt, wann und wie und wo dann eben der Hinweis kommt, wie wir auf die PGA kommen. So, wir haben also die Canadian Championship mit 500 Punkten, dann gibt's nochmal die Oregon Championship mit 600 Punkten, das sind eben diese 1100, die man noch benötigt oder die man noch gewinnen kann maximal, um sich für das Finale zu qualifizieren. Und dann kommen eben die drei Turniere, die Boston Open, die Charlotte Championship und die Korn Ferry Tour Championship natürlich. Und wenn wir die hier in Pebble Beach Golf Links gewinnen können, beziehungsweise die Championship generell gewinnen können, dann haben wir auch wieder einen Quest erfüllt. Okay, ich möchte mit euch nochmal ganz kurz reinschauen, was wir jetzt beim Pro Pass gewonnen haben. So, da sind wir jetzt hier bei Nummer 16. So, 18.450 und das heißt, wir haben jetzt also Reward Points. Wir haben jetzt 18.450 und wenn wir jetzt mal ganz kurz in den Store schauen und uns mal ansehen, welche Specs es jetzt gibt, zum Beispiel für den Driver. Jo, das habe ich mir fast gedacht. Hier gibt es Iron Specs von Tony Finau. Damit wollen wir was gar nicht beginnen. So, hier gibt es dann nochmal Ball Specs, die wollen wir auch nicht nehmen. Was wir brauchen, sind unbedingt Driver Specs, wo uns ein bisschen noch helfen, hier Power drauf zu kriegen und natürlich noch präziser zu werden. Also, das ist jetzt im Moment noch nichts, aber wir haben genügend Specs und werden dann zugreifen, wenn es so weit ist. Ich bedanke mich an der Stelle jedenfalls bei euch fürs Zusehen. Wir haben auf jeden Fall unser Ziel, jetzt bald auf die PGA Tour zu kommen, erreicht mit den drei Turniersiegen und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wie immer freue ich mich auch, wenn ihr ein bisschen für euer Spiel was mitnehmt, euch ein bisschen hier das, was ihr seht, euch auch helft, euer Spiel zu verbessern. Ich bedanke mich jedenfalls bei euch für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns bald wieder hier auf dem Kanal, wenn es zum nächsten Turnier geht, zu den Canadian Open. Bis dahin sage ich vielen Dank und wünsche euch ein schönes Spiel.